Hallo, heute ist ein wundervoller Tag für Bücher und für Zauberer und für alles Mögliche. Hier oben steht Dauerwerbesendung, das muss so sein, weil wir euch Bücher und Tee und alles Mögliche zeigen und das könntet ihr unter Umständen hier haben wollen. So, dann starten wir mit der Sina, die sitzt hinter der Kamera. Ja, hi meine Lieben. Und ich muss sagen, mir fehlt im Moment jegliche Energie. Also heute fühle ich mich, als wenn mein Akku so einmal so ausgelutscht hätte. Aber ich gebe mein Bestes für euch. Ich gebe mein Bestes. So, und anfangen werden wir mit dem Ups. Thema Mundschutz. Es ist jetzt ja fast überall Pflicht geworden, dass wir einen Mundschutz tragen müssen. Spätestens ab Montag sind wir hier auch in Nordrhein-Westfalen dran. Ja, ihr kennt ja diese wundervollen Mundschutz von Janine. Verlinken wir euch unten nochmal. Verlinken wir euch unten nochmal. Wir sind so mega happy, dass wir die haben, weil die wirklich sehr schön auch sitzen. Wir haben sie ein bisschen modifiziert. Wie ihr seht, haben wir hier jetzt einen Gummi dran, weil wir ja davon ausgegangen sind, das machen wir mal, wenn wir zum Beispiel in die Arztpraxis müssen, wo ja natürlich Leute sitzen, die alle irgendwas haben. Oder beim, das ja, Gedränge sollten wir ja eigentlich nicht reinkommen zu dieser Zeit. Aber das war mehr für solche Gelegenheiten, zumindest für Wenn mich man gedacht. zu einem Genau. einzigen Shop oder nur zum Arzt fährt oder Genau. eine Sache erledigt, finde ich das mit den Bändern gut. Ja, weil Aber es prima ich sitzt habe mir auch. ein paar Haare damit ausgerissen, weil ich hinten den Knoten gemacht Und dann hat habe. sie es nicht wieder schnell genug aufgekriegt oder sie Oder hat's. ich habe die Haare mit Genau. eingeknotet. Das waren alles so kleine Probleme. Und für einen Ort geht Ist das das. super? Ja. Aber wir müssen oftmals, wenn wir unsere Einkäufe zusammenbekommen müssen, tatsächlich in ein oder nicht nur in ein, sondern auch in zwei Geschäfte. Und das ist dann wiederum die Sache, dass wir jetzt gesagt haben, okay, und vor allen Dingen Autofahren, damit ist doof. Und deswegen haben wir jetzt hinten Gummi dran genäht. Genau. Habe ich nur an zwei Stellen befestigt. Das ging ganz schnell. Es Also war eine einmal oben, Sache. einmal unten, kleines Gummiband dran, so dass es ein bisschen das Ganze hält. Ich kann das natürlich nicht so gut wie Janine, sind wir Das ehrlich. stimmt. Aber ich habe es per Hand, gerade mit drei Stichen oder so, habe ich das befestigt, wenn das Gummiband irgendwann ausgeleiert ist oder so. Ich habe ja noch sehr viel, kann ich das wieder austauschen. Aber das habe ich jetzt einfach abgeändert. Die Bänder sind trotzdem noch dran. Aber ich habe jetzt das Gummi einfach benutzt. Das ist zwar nicht so schick für meine Ohren, aber gesünder für meine Und Haare. ich glaube auch, Janine hat ja auch schon wieder ein bisschen was an den Masken gemacht. Das waren die ersten, die sie gemacht hat. Und wir waren die Glücklichen, die die auch zuerst bekommen haben. Ja, eine andere Sache, die ist gerade für Brillenträger sehr unangenehm. Und sind wir ehrlich, wenn ihr mich normalerweise in der freien Wildbahn rumlaufen seht, habe ich meistens eine Brille auf. Ja, und ihr kennt das Problem. Maske, Brille gleich. Wir sind wie im Winter, die Gläser beschlagen halt. So, der erste Gedanke, den ich hatte, ha, du hattest doch irgendwann im Winter, hattest du dir ein Antibeschlagspray auch für die Autoscheiben gekauft? Probier das doch mal bei der Brille. Hilft schon mal ein bisschen. Aber irgendwo hat Sina das im Internet gesehen. Ihr kennt ja alle diese Ich habe Heftstreifen. so gesucht, weil das war für mich das Drama Oh, meine schlechthin. Lieblingsfarbe. Ihr wisst es, ich gehe eh schon nicht gerne einkaufen. Ich habe da wirklich meine Schwierigkeiten manchmal mit. An manchen Tagen ist alles super und an anderen Tagen denke ich, da bist du mit Nerven ein bisschen sehr runter. Und jetzt gerade in Corona-Zeiten, wo man auf so viel achten muss, bin ich danach völlig ausgelaugt. Und jetzt noch mit Maske ist für mich die Höchststrafe, wenn das Ding die ganze Zeit beschlägt. Und es stresst mich auch ungemein, das muss ich sagen. Also wenn ich einkaufen war, ist für mich danach erstmal fertig. Dann habe ich auch irgendwo keinerlei Bock mehr. Ich bin völlig gestresst, völlig entnervt. Ja, und wenn dann noch die Brillengläser ständig beschlagen, ist das natürlich eine doppelte Strafe. Ohne geht nicht, weil ich bin kurzsichtig, aber ich bin auch gleichzeitig auch noch weitsichtig. Das ist für mich immer sowieso schon problematisch. Und mit Ja, Gleitsicht kommen wir nicht klar. genau, da fangen wir gar nicht erst an.
So, und ja, ich habe es mal ausprobiert. Ich habe es auch mit Gleitsicht-Kontaktlinsen ausprobiert, aber da hatte ich halt das Problem, das, was in der Ferne war, konnte ich auch nicht mehr so ganz scharf sehen. Und das, was hier vor meiner Nase war, es ging auch nicht richtig. Also habe ich gedacht, ist egal, da musst du damit leben. Brille auf, Brille ab, ist egal. Oder wenn ich mal Kontaktlinsen trage, muss ich mir halt entweder einen Blindenhund nehmen, in dem Moment Sina, wenn es irgendwie darum geht, irgendwelche Sachen zu lesen und wenn es Preisschilder sind, oder aber ich muss dann halt eine Lesebrille mitnehmen. Ist ja, ihr glaubt so gar nicht, also wenn ihr uns mal beim Einkaufen begegnet oder so, kann es gut sein, dass irgendwann ich angefaucht werde. Sina, ich kann das doch nicht lesen, guck du doch mal gerade. Genau, weißt du das denn immer noch nicht, Mann. Ja, weil beim Einkaufen, Ma sieht immer beim Einkaufen sehr böse aus. Das hat aber nichts damit zu tun, dass sie böse ist. Nein. Das hat was damit zu tun, dass sie konzentriert ist. Das hat sie mir auch schon mehrfach erklärt. Und wenn ihre Stimme dann klingt wie auf dem Militärshof, dann oder sie mich anfaucht, ist das nicht böse an mich gerichtet, dann ist es einfach nur eine konzentrierte Überforderung mit der Situation. Ganz genau. Und viele Verkäuferinnen haben sich, glaube ich, auch schon positiv erschrocken, weil sie mich anrauschen gesehen haben und ich gefragt habe, wo ist denn das? Und wenn ich meine Antwort hatte, habe ich gesagt, ja, vielen Dank auch, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Und dann haben die mich manchmal mit großen Augen angeguckt. Ich weiß jetzt warum, weil sie mich darauf aufmerksam gemacht hat. Ich habe gestern ein Foto von Mama gemacht, weil sie einer Freundin das sagen wollte. Ich habe es ihr gezeigt und habe gesagt, guck mal, das ist dein Einkaufsgesicht. Na gut, da möchte ich mir auch selbst nicht begegnen. Das ist aber auch tatsächlich so, dass ich eigentlich niemanden sehe, wenn ich einkaufen gehe. Also was heißt niemand sehe, aber ich bin dann dermaßen auf mich selber konzentriert und auf das, was ich einkaufen will, dass ich nicht noch gucke, ach, läuft da vielleicht Henrietta rum oder treffe ich hier einen Edward oder so? Nee, ich bin dann wirklich immer ganz bei mir. Also ganz ehrlich, entweder man ist wirklich auffallend in seiner Erscheinung, wie zum Beispiel knallrote Haare oder grüne Haare oder auffällige Kleidung, an dem man denjenigen erkennt. Oder ein Skeleton würde vor mir stehen. Okay, den würde ich sehen. Ja, aber man muss schon sehr auffällig von der Erscheinung sein, damit ich mich überhaupt an euch optisch erinnere. Das ist ein großes Problem. Ich glaube noch nicht mal, dass ich meinen Arzt erkennen würde, fernab. Wenn er außer Praxis raus ist. Ja, dann sehe ich den nicht. Ich könnte euch jetzt das Wort sagen. Ich weiß, dass es mit P, glaube ich, anfängt. Das ist aber ziemlich geläufig und dass das Leuten so geht. Und ich gehöre leider dazu, dass ich niemanden wirklich erkenne, wenn ich. Das muss schon auffällig sein. Oder ich muss sehr gut mit demjenigen befreundet sein, sonst erkenne ich. Also tut mir sehr leid, ich erkenne euch das. Also ganz ehrlich, das habe ich so nicht. Aber wenn ich locker und entspannt bin, und wann bin ich das, aber gut, dann sehe ich also auch die Leute und dann erkenne ich die, auch wenn ich die 40 Jahre nicht gesehen habe. Aber wenn ich einkaufe, bin ich völlig bei mir. Ich hasse es, auch durch Geschäfte zu trödeln. Das ist nichts für mich. Ich bin nicht die ein bisschen hier guckt, ein bisschen da guckt. Wenn Tee auf der Tagesordnung steht, okay, stehe ich vorm Tee-Regal, gucke, was interessiert mich, oder ich, egal was ich dann eben suche, aber ich bin nicht diejenige, die stundenlang durch die Gänge geht und hier guckt und da guckt und nee, das ist nicht. Wir haben auch schon gehört, dass wir beim Einkaufen gehen wie Scud-Raketen. Ja. Also auch beim Bummeln. Mit uns kann man nicht gut bummeln, weil wir sind wie Scud-Raketen und wir, mit uns will man einfach nicht zusammen sowas machen. Nein, spazieren gehen ist wieder was anderes. Auf Flohmärkte oder so. Flohmärkte ist auch was anderes, obwohl wir da wahrscheinlich zügiger sind als alle anderen. Skud-Raketen, wir wissen, wonach wir Ausschau halten. Ja. Wir scannen die Stände und wenn das nichts ist, dann gucken wir da auch nicht noch wir länger. Wir schalten unsere Roboteraugen ein und sagen, oh, Zielobjekt und dann jumm drauf. Ja, so ähnlich geht das bei uns. Und wir gehen relativ schnell im normalen, zügigen Tempo. Wie Ma immer gesagt hat, ist der Krankenhausstellschritt, den hat sie mir schon als Kind beigebracht. Ja. Es ist ein bisschen langsamer geworden mit den Jahren. Ehrlich? Dann kann ich ja mal wieder einen Zacken zulegen. Nein, aber ich habe mir das damals angewöhnt. Ich habe ja mal irgendwann in einer Klinik gearbeitet und die Gänge waren verflucht lang und ich musste ziemlich viel erledigen und umso mehr und schneller ich was erledigt hatte, umso mehr Zeit hatte ich für mich. Also war ich schnell. So, aber so, jetzt kommen wir zu den Masken. Hierher. Also, so, das
Also ihr habt das jetzt mit dem Beschlagspray gehabt. Also erstens ist es schon mal ein guter Tipp, die Brille auf die Maske zu setzen. Also das Beschlagspray, hattest du das jetzt gesagt? Ja. Also das ist für Auto gewesen, was Mar benutzt. Genau, aber das bekommt ihr ja auch beim Optiker. Ich weiß nicht, ob man das jetzt momentan so im normalen Laden kriegt. So, das andere ist, Janine hatte hier so einen feinen Draht reingemacht. Das war schon toll. Aber der ließ sich nicht so gut verbiegen. Und Sina hat irgendwo in der Weite des Internets, in den Weiten des Internets, diese Heftstreifen gefunden. Und da seht ihr, also die habe ich da nicht gekauft. Nein, die haben wir ganz normal gekauft. So, aber ihr seht, den kann man super mega gut der Nase anpassen. Bleibt du mal schön sitzen. Ihr seht das. Ihr könnt das, wenn ihr die Maske auf habt, könnt ihr das super gut eurem Gesicht anpassen. Also das geht sehr leicht. Und dadurch, dass das auch so breit ist, gibt es noch ein bisschen Komfort. Aber der ganz große Vorteil ist halt, dass ihr die Gläser nicht mehr beschlagen. Also sagen wir mal, das ist vielleicht noch ein Zehntel von dem, was normal ist. Also Sina hat es gestern echt probiert. Die hat das aufgesetzt, hat geschnaubt wie ein Pferd. Das kurz vorm Durchgehen ist, aber es beschlägt nur minimal. Also da muss man schon prusten wie ein Pferd. Also das ist wirklich eine gute Sache. Kommt dann noch darauf an, wie sehr man es angedrückt hat, wie der Winkel ist, aber es ist nichts im Vergleich zu vorher und deswegen ist das eine mega Erleichterung und ich war so erleichtert, weil mir das so viel Stress wegnimmt und ja. Und Janine hat das ja auch so genäht, dass ihr das also hier wirklich so reinziehen könnt, ohne Probleme. Sina hat das gestern gemacht, die hat ein Stückchen aufgemacht, Ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen dämlich dabei eingestellt. Ich habe einen Cutter genommen, habe einfach in der Mitte einen Schnitt gemacht. Bei dem einen ging es gut, da habe ich einen Cutter genommen. Das war eine gute Idee, bei der pinken. Bei der anderen, bei Mamas, habe ich gedacht, nimm eine Schere. Oh, das geht vielleicht noch besser. Jetzt weiß ich, woher das freundliche Angebot gekommen ist. Wir können natürlich auch tauschen, wenn du die andere schöner findest. Aha. So, ich habe in die pinke habe ich nur einen kurzen Streifen reingewirkt. Der ist funktioniert aber auch gut. Ja, und in die andere habe ich die volle Länge reingehauen. Ja. Also, da müsst ihr dann nicht nochmal nähen oder so. Wie gesagt, Janine hat am Anfang ja auch noch sehr viel experimentiert. Und wenn man kein Brillenträger ist, ist das sowieso schon mal gar kein Problem. Nur für uns, die eben auf die Sehhilfe angewiesen sind, ist es dann halt, seht ihr, da ist das Teil. So, und ihr könntet sogar, wenn ihr eine ganz kleine spitze Nase hättet, wie hier unser Zauberer, der hat eine Plattnase, könnt ihr das besser anpassen. So, gut, das zum Thema Maske. So, schon mal weg. So, dann kommen wir zu diesem jungen Mann. Das ist, ich nenne ihn Valentin, Sina nennt ihn ein Dozent für wirre Magie. Das will er gar nicht. Er will das nicht. Seht ihr das ganz klar? Er will das nicht. So, den haben wir geschenkt bekommen. Er war, ich weiß nicht, auf dem Dachboden. Er war völlig verstaubt. Er hat die erste Dusche hinter sich. Das reicht aber nicht. Da sind wir schon mal ganz klar. Ich werde ihm nachher auch ausziehen. Nur er war eine Marionette und er ist schwer, weil er aus Holz ist. Genau. Er ist das wach. Heißt, so lange die Marionette hochhalten, bis man wirklich jeden Winkel erreicht hat. Hallo, ich nicht. Und das Schöne ist, man kann es wirklich ausziehen und er hat, ja gut, er war eine Marionette. Wir haben uns aber dagegen entschieden. Erstens, weil ich hier den Wänden nicht traue und ich möchte hier nicht irgendwo dübeln, um so einen Haken da irgendwo reinzukriegen. Früher war das einfacher, da hatten wir Holzbalken, da konnte man sowas reindrehen. Hier ist das anders und ja, und das andere, ich habe hier noch einen Zauberer, eine große Marionette. Also den er früher auf den Videos auch mal gesehen hat. Der ist noch da, also Merlin natürlich. Ist noch da. Na klar. So, also, wenn ich den weggehen würde. So, und jetzt zeige ich ihn euch und er hat einen kleinen Schönheitsfehler und ihr seht ihn. Er hat viel zu kurze Beine für diesen Körper. Das heißt, Sina wird sich jetzt dabei begeben und wird ihm die Beine einmal kurz wegnehmen und dafür bekommt er richtig schön lange Beine. So, und also ich mache jetzt nochmal einen Oberschenkel für ihn. Das wird einfach nur eine Rolle, die ich nähe. Ich denke, ich nehme ein altes Longshirt. Habe ich gestern aussortiert aus dem Kleiderschrank. Ist mir heute Nacht dann eingefallen. Nehme davon die Ärmel. Da muss ich nämlich gar nicht viel nähen.
ich nähe zwar gerne per Hand, aber so viel dann auch wieder nicht. Und braucht dann nur noch oben und unten, kann das Ding ausstopfen und gut ist. Er hat ja eine Hose an, dann geht die und dann ab dem... Genau, die ziehen wir ihm aber auch aus, weil ich will das alles mal einmal richtig durchwaschen. Aber ihr seht, der ist ja auch... So sieht das Beinchen aus. Vielleicht kriegen wir sogar noch einen Draht rein, ich weiß es nicht. Mal gucken. So, dann werde ich die gucken, ob ich die Hände noch auspolstern kann. In den Arm ist leider nichts, wie ihr seht. Genau, das werde ich dann ein bisschen, denke ich, aufschneiden, polstern und dann wieder zunähen. Und wir werden ihn also nur damit ihr es versteht, mit Schnittmustern und so weiter oder Nähmaschine bin ich vollkommen überfordert. Ich habe gelernt durch dieses, wir wollten ja was mit Kinder basteln und so machen, habe ich per Hand nähen wirklich gelernt und ich liebe es, weil es sehr entspannt ist, aber Nähmaschine traue ich mich noch nicht ran, also. Wir brauchen wir irgendwann mal einen Schnellkurs von irgendwem. So, die Haare kommen wahrscheinlich auch ab, weil er müsste, ihr seht das hier wahrscheinlich nicht, er hat hier wie so einen Zahn, der vorsteht. Wir haben auch schon befürchtet, dass er vielleicht vorher eine Frau gewesen ist. Also Hexen werden ja gerne immer mit so irgendwie so einem Pferdezahn oder so dann noch dargestellt. Aber ich will den auch nicht abbrechen oder abfallen. Man bekommt ja danach den Hautton nicht mehr so hin. Also wird er wahrscheinlich auch Vollbartträger. Also er wird dann noch einen richtigen Vollbart kriegen und er kriegt neue Haare. Und mal gucken, ob wir den Zauberhut ein bisschen magischer kriegen. Hier hat er auch nur noch einen Knopf. Aber er wird verschönt und er wird dann unsere Puppe. Er wird dann unser aus dem Buchleser oder so. Ja. Ja, wir hatten uns überlegt, eine Puppe kann man überall halt hinsetzen. Genau. Und es sehe doch bestimmt auch schön aus, wenn er dann mal irgendwas halten kann oder keine Ahnung, er kriegt auch Ringe, ganz klar, er muss ein bisschen beglitzert werden. Ich werde mal gucken, wenn ich schöne Knöpfe für ihn finde, die finde ich auch noch nicht so schön magisch, kriegt er die auch noch. So, und jetzt mal vielleicht Freund. Machen wir ihm Fimo-Knöpfe. Ja, hatte ich ja schon gedacht. Irgendwie. So in Pentagrammform oder so. Pentagrammform, das kriegt man hin. Das ist so fein. Das kannst du knicken. Wieso? Meinst du, ritzt ein Pentagramm dann ein? Machst du mal einen Knopf? Und leg ein Pentagramm drauf. Das könntest du natürlich machen. Ich hatte jetzt an Sternchen oder so gedacht, aber ich bin ja verkitscht. Sternchen haben wir genug, ne? So, Valentin, du gehst jetzt nach unten. Guck mal, er kann noch Valentin, der Dozent für wirre Magie sein. Ja, aber ich finde, er hat ein sehr gütiges und liebes Gesicht. So, mein Merlin ist ein bisschen strenger. Ist ein bisschen mehr wie Gandalf. Obwohl der auch sehr gütig ist. So. Großwasser. Fertig damit. So, ich habe heute einen Erdbeer-Rhabarber-Tee. Ich weiß noch gar nicht, wie der schmeckt, weil wir uns den gestern mitgebracht haben. Von Lord Nelson, vom Lidl. Also ich habe meinen jetzt durch und ich finde ihn nicht schlecht. Gut, so und abhängig süchtig, ich gebe es so. Ich habe die gestern für mich entdeckt. Das ist Jakobs Typ Karamell 3 in 1 und Sina, tückisch wie sie war, ist am Regal lang gegangen und hat gesagt, oh Mama, ist das nichts für dich? Irgendwas mit Salted Karamell. Ich glaube, es ist auch von Jakobs, ich bin mir nicht sicher, auch. Aber das ist für Kaltgetränke. Genau, das ist für Kaltgetränke und dafür ist es mir im Moment noch zu kalt. Ja, also habe ich, hat sie gesagt, probier das doch mal und ich habe gedacht, Karamell, egal, probier es mal. Und ich muss sagen, es riecht fantastisch. Also ich rieche es jedenfalls total gerne. Und ich mag ihn auch gerne. Und da ist auch mal ein bisschen Koffein drin. Ich trinke ja sonst nur koffeinfreien Kaffee. Das gibt mir jetzt morgens auch noch mal einen kleinen Kick. Und ich muss mal gucken, ob es davon noch andere Sorten gibt. Sehr lecker jedenfalls. So dein Goldwasser-T-Shirt. Was? Ach ja, mein Ghostbuster-T-Shirt, schaut her. Tadadada. Mein Ghostbuster-T-Shirt, mein ganzer neuer Stolz. Die gab es oder gibt es immer noch beim Aldi. Wenn ihr fix seid, könnt ihr da auch eins bekommen für 4,99 Euro, glaube ich. Mhm, ja, genau. So. Das sind eigentlich Herren-T-Shirts. Also wenn ihr ungefähr meine Figur habt, kommt ihr mit S gut klar. Ich habe mir noch eins in M mitgenommen, sicher ist sicher. Und wenn ich liebe einfach diese Ghostbuster. Ja, einfach dieses Zeichen mit dem Geist. Es musste sein. So, und sicher ist sicher. Wer weiß, man weiß ja auch nie, wie die ausfallen. Haben wir uns gestern geholt. Es gab da noch Universal Studios. Was gab es noch? Batman, glaube ich. Das weiß ich und nicht. Und Superman, glaube ich. Ich meine, ich bin mir aber nicht ganz sicher, weil ich habe nur gesehen, Ghostbuster und das war's. Ja.
So, dann kommen wir aber zu den Büchern und zu dem, was wir für euch gemacht haben. Ich habe mir auch einen Ghostbuster mitgenommen. Mama hat darauf bestanden, dass ich einen Ghostbuster habe. Ich habe gesagt, zwei haben wir mitgenommen. Ja, ich habe mir die große M mitgenommen. Genau. Und passt. Passt. Passt, wackelt und hat Luft. So, dann haben wir für euch Terry Pratchett, unsere ganzen Terry Pratchett-Bücher aufgenommen. Das hattet ihr euch ja gewünscht. Wir haben es versprochen, dass wir es dann auch tun. Gestern oder vorgestern war es soweit, haben wir die ganzen Pratchett-Bücher einmal aus dem Regal genommen und haben sie für euch abgefilmt. Darauf könnt ihr euch schon freuen. Und ja, wir haben es getan. Ihr hattet euch uns ja darum gebeten. Ich verlinke euch auch einfach mal Terry Pratchett-Bücher, falls ihr von dem Autor noch nichts wisst. Es ist ungefähr eine Stunde geworden, wo wir schwärmen. Aber wir haben auch reichlich Bücher von Terry Pratchett. Obwohl nicht alle. Unsere Sammlung leider nicht komplett ist. Da gibt es noch richtig tolle Sachen. Naja, aber die leider auch ziemlich teuer sind. Das, was wir euch zeigen konnten, das, was wir haben, haben wir euch da gezeigt. Mhm. Und haben ein bisschen geschwärmt und gefachsimpelt. Es ist nun mal unser Lieblingsautor. Ja, und deswegen haben wir uns jetzt die Zeit genommen. Ihr hattet uns gebeten, wir haben es gemacht. Es kommt nach dem letzten Regalvideo. Ich glaube, 21 oder 22 ist das letzte Regalvideo. Danach kommt das. Also könnt ihr euch schon mal vorbereiten. Es gibt ein Terry Pratchett Special, also wo wir das aber auch so machen wie die Regalvideos, weil es ist ja ein extra Regalfach. Und ich hatte es euch gesagt auf Instagram, glaube ich, dass wir tatsächlich ein gesamtes Regalfach vergessen hatten abzufilmen. Aber das ist jetzt untergegangen. Ja, keine Ahnung. Eventuell werden wir uns noch daran machen. Ich habe ja eine kleine Sammlung von schönen Büchern. Vielleicht werden also wir Bilderbücher, Bildbände, Pop-up-Bücher, Sachbücher. Ja, schöne Bücher, also wo wirklich... Also hochwertig aufgemachte Sachbücher, wie von Elisabeth Sandmann Verlag, verlinke ich euch auch. Oder Heinzelmännchen-Bücher oder von Brian Froud und Greenport Fleet, die Bücher. Also das ist noch eine Sache, wo wir sagen, eventuell machen wir das auch noch für euch. Weiß ich noch nicht ganz genau. Es wird sich sowieso vieles tun in der Zukunft. So, das nächste. Wir haben uns hingesetzt oder... Ich habe mich hingesetzt und habe für euch den schottischen Geist vorgelesen. Und ich muss sagen, da war wirklich ein bisschen der Geist drin. Also das ging nicht so reibungslos wie beim Kobold. Ich habe mich ein paar Mal verbappt. Ich musste auch mal zwischendurch absetzen. Ich war auch manchmal ein bisschen heiser. Aber er ist jetzt fertig. Also alle Teile liegen jetzt schon bei Sina auf dem Computer. Und ich weiß noch nicht ganz genau, wann wir ihn hochladen werden. Ja, gerade während wir das hier aufnehmen, rippt der letzte Teil. Also das ist dann Folge 6 6. Also es sind 6 Teile. Wir drehen gleich noch eine Ankündigung für den schottischen Geist. Ganz genau. Und wo wir euch noch ein bisschen was darüber erzählen. Insgesamt kann ich euch sagen, ihr wisst, dass es für mich eine Qual war, das da jetzt nochmal, oder was heißt eine Qual? Es war für mich schwierig, da jetzt nochmal durchzugehen. Und muss aber sagen, dass ich okay bin jetzt. Also ich bin nicht mehr so verfeindet, wie es vorher war mit dem schottischen Geist. Ich habe aber tatsächlich, und ich hatte gesagt, dass ich mich nicht weiterentwickelt habe, ich habe mich extrem weiterentwickelt. Ich würde den nie wieder so schreiben. Ich würde nicht so viel Infos reingeben. Ich würde nicht so viel Wissen reinpacken. Ich würde nicht so viel, oder ich würde es anders verteilen, dass es natürlicher wirkt. Aber darüber reden wir ja noch in der Ankündigung ganz nochmal, gehen wir da nochmal wieder. Ja, aber so, ich hatte euch ja gesagt, wegen ob ich einen zweiten Teil schreibe. Ich bin noch nicht mal mehr scharf darauf, es mit dem anderen Teil, mit dem Miles-Buch, das ich schreibe, gerade zu verknüpfen. Weil ich einfach gedacht habe, es ist ein, am Ende, wo wir beim Epilog waren, habe ich gedacht, es ist ein würdiger Abschluss. Ich brauche da keinen zweiten Teil mehr zu. Das ist was anderes bei den Kobolden, wo ich ganz klar eine Spur für den zweiten Teil gelegt habe und mich ja auch darauf freuen würde, dahin zu gehen. Aber die Geisterjäger an sich... Man wird sehen. Wir werden sehen, was wir damit machen. Vielleicht, ist jedenfalls nicht so. Also ich würde jetzt planst. Nein, ich plane es jetzt erstmal nicht. Ich dachte, am Anfang hatte ich gedacht, und jetzt habe ich gedacht, am Ende,
Eigentlich ist es ein guter Abschluss. Eigentlich ist es ein verdammt guter Abschluss. Und es ist ja nicht so, dass Sina die Ideen ausgehen. Es ist ja nicht so, als wenn sie nur eine Idee im Kopf hat. Da sind ganz, ganz viele Geschichten, die möchten erzählt werden. Und dann ist immer die Frage, das ist auch so ein bisschen, ich vergleiche es jetzt einfach mal mit dem Subabbau und diese nochmal lesen. Ich habe es jetzt ja auch gemerkt bei Harry Dresden, wo ich das gelesen habe, oder auch bei Suki Stackhouse, da war immer eine kleine Stimme hinten in meinem Kopf, die sagt, du kennst die Geschichte doch schon. Das ist noch so vieles, was du noch lesen möchtest. Guck dir mal deinen Sub an. So viele Geschichten warten auf dich. Und da ich weiß nicht, tue ich dir da Unrecht? Oder, also so sehe ich das jedenfalls. Vielleicht wird es jetzt einfach auch Zeit, sie loszulassen und wirklich sich um die anderen Geschichten zu kümmern. Neil Gaiman hat es so damals ausgedrückt, dass er in irgendeinem Interview, dass er gesagt hat, er schreibt keine Fortsetzung. Ich glaube, mittlerweile hat er welche, weiß ich nicht. Jedenfalls ist es so, dass er denkt, eine Fortsetzung schreiben oder, oh guck mal, eine hübsche neue Idee. Und dann rennt er der hübschen neuen Idee hinterher. Und irgendwie so ein bisschen so ist es auch. Und deswegen, noch nicht mal deswegen, es ist einfach, ich habe gedacht, ich kann euch in Ruhe und Frieden gehen lassen. Ich weiß, wie es weitergehen würde und ich weiß auch nicht, ob mir der Dreh gefällt. Weil, und das kann ich euch verraten, ja, ich kann es euch verraten, was in meinem Kopf ist. Ich kann es euch verraten. Okay, wollen wir es in die Ankündigung? Nein, weil ich jetzt ja für alle, es würde jetzt ja so weitergehen, dass also für alle, die die Geschichte noch gar nicht kennen und überhaupt nichts darüber wissen wollen, die skippen das. Aber es würde jetzt ja so weitergehen, dass ein Jahr nachdem, es wäre ein Jahr vergangen und die Geisteragentur, der geht es nicht gut. Und Julian hat Depressionen, weil sie nur noch auf, weil man sie herausfordert, irgendwelche Idioten engagieren sie, Wissenschaftler haben sich gegen sie gestellt und so weiter und so fort. Und sie sind letztlich am Ende. Und es ist eigentlich ein relativ trauriger, depressiver Ton am Anfang, der dabei rausgekommen ist. Natürlich würde er dann wahrscheinlich irgendwann Schwung bekommen. Ich weiß, dass Daniel eine Liebesgeschichte da drin haben wird. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, ich finde den Abschluss einfach schöner. Und ein anderer Abschluss ist für mich nicht logisch. Also als wenn es so weitergehen würde. Und dann finde ich es jetzt schöner, sie mit so viel Hoffnung ausklingen zu lassen, als dass ich sie vor die Realität stelle. Genau. Also, ihr wisst es demnächst. Ich weiß noch nicht ganz genau, wann wir das machen. Auf der einen Seite ist es momentan ziemlich undankbar, Videos hochzuladen, weil das Wetter einfach auch zu schön ist und der Garten oder die Balkonterrasse Glocken natürlich. Die Geschäfte haben wieder aufgemacht, manche. Man möchte natürlich vielleicht auch mal wieder raus, ganz klar. Viele Leute müssen jetzt auch wieder arbeiten. Genau, viele müssen auch wieder arbeiten. Jetzt warten wir auf eine Schlechtwetterperiode oder sagen wir lassen den schottischen Geist einfach auf euch los. Und wenn ihr ihn vielleicht auch erst im Herbst sehen möchtet oder so. Ich weiß es noch nicht ganz genau, das werden wir mal schauen. Ja, so, gut. Dann, also zum Schreiben komme ich im Moment nicht. Das ist ja mal wieder klar gewesen. Das hat aber nichts mit Schreibblockade oder sonstigen zu tun. Das hat einfach was damit zu tun, dass ich tatsächlich einfach nicht zum Schreiben komme. Ich bin im Moment sehr ausgelastet mit anderen Dingen. Ich bin, wie ich euch ja auch am Anfang gesagt habe, ich bin heute einfach K.O. Also heute so richtig, richtig. Vielleicht komme ich wieder zum Schreiben, aber im Moment liegt das Projekt sinnigerweise beim Überarbeiten, ganz tolle Idee, auf Eis. Das heißt, das wird dann wieder schwer reinzukommen. Der Tag hat nochmal nur 24 Stunden und ein paar braucht man auch zum Schlafen. Ja, also es ist wirklich nicht leicht gerade, dass... Und ich denke, man muss sich auf ein Buch auch wirklich konzentrieren können, wenn man das überarbeitet oder wenn man es neu schreibt. Und diese Konzentration ist im Moment nicht unbedingt da. Euch wird es wahrscheinlich auch nicht anders gehen. Es ist ja gerade keine entspannte Situation. Okay, gut. Aber darauf, ihr kennt das Thema jetzt bloß nicht wieder. Damit nein, aber ich wollte euch auch sagen, wir kommen gleich ja zu den Büchern. Am Schluss kommen wir zu den Büchern. Ich
habe nichts gelesen, also so gut wie nichts gelesen. Ich komme im Moment einfach nicht dazu. Ich habe nicht die Konzentrationsfähigkeit, ich habe gar nichts davon. Stattdessen gucke ich bei Disney Plus ein bisschen rein und schön wäre es, wenn man Internet gehen würde gerade, weil dann Gut, könnte ich dann euch machen wir doch sagen, wie erst die die Bücher. Serie heißt. Wollen wir nicht erst gerade die Bücher Ja, machen? aber das Internet geht nicht. Ja, vielleicht fängt es sich ja. So, ich habe mit diesem Buch angefangen, oder beziehungsweise ich bin fast am Ende, wie ihr seht, von H.G. Perry, Die unglaubliche Flucht des Uriah Heep. Und ich muss sagen, das Buch finde ich richtig mega gut. Das Einzige, was mich richtig ärgert, ist, dass ich Dickens nicht gelesen habe. Und auf der einen Seite sagt jetzt eine Stimme, Ilona, lies Dickens. Das ist etwas, das ist eine Grundlage, die solltest du gelesen haben. Der andere Teil von mir sagt, ich mag diese düsteren Geschichten nicht. Ich mag zwar das Viktorianische total gerne, aber aus irgendeinem Grund habe ich mich seit meiner Jugend gegen Dickens entschieden. Das sind jetzt so diese zwei Seelen in meiner Brust und es sind, Wir mögen ja noch nicht mal von ihm die Weihnachtsgeschichte. ja, ich habe sie jetzt hier ja irgendwo rumliegen, aber ja, ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es natürlich auch an den Verfilmungen. Ich habe keine Ahnung, aber ich habe den Zugang einfach nicht. Ja. Vielleicht ändert sich das noch, aber im Moment, es geht halt sehr, sehr viel um Dickens Charaktere. Aber das hilft mir jetzt im Moment auch nicht weiter. Aber letztendlich kommt man gut damit klar. Also es ist nicht so, dass das Grundvoraussetzung ist, dass man sie kennt. Wird vielleicht noch spannender, wenn man sie kennt. Ein Dorian Gray spielt da zum Beispiel auch eine große Rolle. Oder eine weiße Hexe ist da. Wer ist denn noch da? Heathcliff aus Sturmhöhe ist dort. Ihr werdet sie halt dort wieder treffen. Und es geht einmal um Charles, Dr. Charles Sutherland heißt er. Ja, genau, Sutherland. Und er ist ein Beschwörer. Das heißt, er kann aus Büchern Charaktere herauslesen. Aber nicht so wie in Tintenklecks. Er ist auch in der Lage, Tintenherz. Tintenherz. Genau, Tintenherz. Aber er kann sie auch wieder zurückschicken. Also das war ja bei Tintenherz nicht so der Fall. Und vor allen Dingen, er kann sich, wenn er sich auf eine Person oder so halt konzentriert, kommt auch die Person. Bei Tintenherz war das sehr wahllos. Einer kam und etwas verschwand dafür. Das ist hier vollkommen anders. Ich finde es sehr, sehr gut durchdacht. Es ist auch ein sehr schöner Bruder-Bruder-Konflikt da mit drin. Es ist spannend, es ist wirklich manchmal auch sehr bedrohlich. Ich finde es ganz großartig. Also es hat mir sehr gefallen. Das heißt sehr gefallen. Ich habe noch ein paar Seiten vor mir. Ich bin jetzt auf Seite 526. 602 hat es, glaube ich. Ich bin so beim Showdown, wenn ihr so wollt. Und eigentlich wollte ich mich heute Morgen gar nicht von dem Buch trennen. Ich wollte eigentlich noch eine Runde weiterlesen, bis ich durch bin. Aber dann kam Sina und Ja. hat gesagt, mir geht's heute nicht so gut. Genau, Mäh, und dann mäh, habe ich mäh. gedacht, okay, jetzt bist du sowieso für den Moment raus, dann machen wir dir jetzt erst gerade unsere Videos, aber ich freue mich schon total darauf, gleich dahin zurückkehren zu können. So, und dann kommen wir zu Bianca, extra Liebe und Familienglück, Heiratsdeal mit dem Boss. Ja, da nichts mehr ging, ging das dann doch. Ich hatte euch gesagt, dass ich bei Seite 1 angefangen hatte, quer zu lesen. Und jetzt habe ich die Geschichte tatsächlich gelesen. Und ja, ich habe vielleicht mal einen Absatz oder so quer gelesen, weil ich auch nicht die Konzentrationsstärkste gerade bin. Es ist einfach gerade sehr viel in meinem Kopf los. So, und trotzdem habe ich es jetzt gelesen, also wirklich gelesen. Ich kann wirklich sagen, gelesen und nicht übersprungen oder richtig quer gelesen oder so. Ich habe es gelesen und es war okay. Es war nur gänzlich unromantisch. Es geht halt auch um einen unromantischen Deal. Es geht hier halt mit dem Heiratsdeal oder mit dem Deal. Heiratsdeal? Deal? Wie heißt es Ja, denn? Heiratsdeal mit dem Boss. Okay, ein Heiratsdeal wird's, also wird's, ist es nicht wirklich. Es ist eigentlich von Festtagen, dass man, dass der Boss halt mitkriegt, dass sie auch niemanden hat, mit dem sie zu Veranstaltungen gehen kann. Und ihr wisst es, Weihnachtsfeiern und Tralala und Familienfest und so weiter. Und dass er dann halt sagt, okay, wie sieht's aus? Ich habe auch keinen. Wollen wir nicht gemeinsam diese ganzen Sachen machen? Aber er hält es schon für eine brillante Idee, sie letztlich zu heiraten und Kinder mit ihr zu haben. Und das fand ich fand das Buch, die Geschichte, unrealistisch. Ich fand sie zu pragmatisch.
Sie verlangt ab einem bestimmten Zeitpunkt zwar Romantik, aber das ist lauwarm, ist noch zu heiß und plätscher, plätscher, peng. Also das war jetzt nichts okay. Also bis jetzt, dieser Bianca Extra ragt mich wirklich nicht um. Also es wird Zeit für My Lady. Keine Ahnung. Ja, also ich werde jetzt auch erstmal was anderes lesen, aber ich habe im Moment kein aktuelles Buch. Ich habe mir 3 Bücher außer Online ausgeliehen und die waren richtig toll. Das waren richtig, richtig tolle Bücher. Irgendwie ein Batman-Roman, irgendwas mit Spell, auch eine Neuerscheinung und, ach doch, doch, ich lese noch eins. Toll. Gut. Mann, ich bin wirklich die Konzentration. Möchtest du es erst raussuchen? Ja, nee, kannst du. Okay, so, und ich habe dieses Buch noch vom Verlag zugeschickt bekommen. Debbie Johnson, Kaffeeglück am Meer. So, und das wird jetzt mein Kontrastprogramm zu dem anderen Buch. Also mal wieder einfach Seele baumeln lassen und in ein Café am Meer gehen. So, und hier, ihr seht, es ist eine Klappbroschüre. Machen Sie es sich gemütlich im Comfort Food Café. Das mag ich ja immer. So, ich sage euch jetzt einfach mal, da steht jetzt noch was über die Autorin, worum es geht. Auf ein Stück Hochzeitstorte im Comfort Food Café. Auburn Longville hat ihre wilden Tage eigentlich hinter sich. Im beschaulichen Budbury an der Küste Dorsets hat sie sich im Kreise ihrer Familie niedergelassen und ihr Glück mit Freund Finn gefunden. Doch während sie mit den Vorbereitungen für die Hochzeit einer Freundin beschäftigt ist, bringt ein überraschender Besuch aus ihrer Vergangenheit ihr schönes geordnetes Leben durcheinander. Denn was niemand weiß, Auburn ist bereits verheiratet und ihr Ehemann will sie zurück. Nun muss sie sich entscheiden, wem ihr Herz gehört. Herz gehört. Mein Gott, meine Stimme macht momentan aber auch wirklich nicht mit. Klappentext wie immer, recht über den Verlag. An mir selber. So. Was ich sagen wollte, ich würde mich natürlich freuen, wenn es mal nicht der Ehemann ist, der ihr Herz wieder zurückbekommt. Weil ich weiß, ich halte auch Familie und die ganzen Werte alle hoch, aber ich hetze mit meiner Mutter, wenn etwas vorbei ist, dann, also gerade bei Beziehungen, dann sollte man die nicht aufwärmen. Das ist wie Pilzgericht. Und Pilzgerichte, ihr wisst es, frische Pilzgerichte, das hat ja so ein bisschen was mit Gift auch zu tun. Ich rede jetzt nicht von Champignons aus der Dose. Also nicht die frischen, sondern die älteren Pilzgerichte, die wieder aufgewärmten. So, okay, ich zeige euch jetzt, was ich noch lese und ich finde es richtig gut, die Reihe. Ich habe davon bis jetzt die griechischen Sagen gelesen, glaube ich. Ich, Merlin und die furchtlosen Ritter live aus dem sagenhaften Mittelalter. Ich zeige euch jetzt gleich, bei Amazon sind da jetzt nochmal solche Bilder, dann kann ich euch das nochmal zeigen. Ja, ein Blick ins Buch, weil es ist illustriert. Ihr seht es da. Könnt ihr es sehen? Hoffentlich könnt ihr es sehen. Ihr seht da vielleicht eine kleine Burg und so weiter. Und ich zeige euch noch was. Guck mal, da ist auch Robin Hood. Das ist heute in Zeigelaune. Und das ist auch nochmal Robin Hood. Denn es ist Robin Hood, den ich haben muss. Falls es noch geht. Naja, egal. Ihr habt einen Eindruck. Also es ist so, dass ich das wirklich, wirklich gut gemacht finde. Es ist halt, da gibt es, ich glaube, Odin hatte ich reingelesen. Habe ich noch nicht zu Ende gelesen. Ich habe die Griechen durch, dann gibt es, glaube ich, noch Rom von ihm und es ist sehr, sehr gut aufgearbeitet, nicht nur für Kinder, sondern wenn ihr euch auch noch nie damit beschäftigt habt, ihr kriegt es in einem lockeren Ton, kriegt ihr die Grundlagen erklärt von den Charakteren. Ihr habt immer vorne so ein, auf dem Sockel steht der Charakter, daneben sind Pfeile, wo schon mal so ein paar Anhaltspunkte sind. Dann habt ihr noch sowas wie einen Eintrag in so einem, ihr wisst, es gibt diese Freundehefte, ne? So wie Poesiealbum? Ja, aber ich weiß gar nicht, welche Punkte irgendwie die man dann ausfüllen muss. Ja, doch, kann ich euch sagen. So. Zum Beispiel, mein Lieblingsort ist, zu meiner Familie gehören. Das kann ich besonders gut und das kann ich ganz und gar nicht gut. Auch schön illustriert und danach kommt Fließtext. Und da wird dann die Geschichte von demjenigen erzählt. Zumindest eine Geschichte oder die wichtigste Geschichte oder zu einem bestimmten Punkt, bis zu einem bestimmten Punkt. Und ich habe jetzt gerade über Merlin gelesen. Ich bin jetzt gerade mit dem ersten Kapitel Merlin durch und fand es sehr gut. Vor allen Dingen konnte ich da nochmal meine Nebel, die Nebel von Avalon hatte ich ja damals gelesen.
Und ich konnte das mal gerade abgleichen mit dem Wissen, was ich noch auf dem Schirm hatte, was ich mir über Merlin und Artus und so weiter, über die Nebel von Avalon geholt habe. Das verlinke ich euch auch mal unten, die Nebel von Avalon. Wie gesagt, ihr findet alles unten in der Infobox. Ja, was wollte ich euch jetzt noch erzählen? Du hast da einen Abgleich gemacht und passte das übereinander, oder? Relativ. Ich war überrascht, wie gut ich mich noch daran erinnern konnte. Nur schade, dass ich Uther Pendragon für einen guten gehalten habe. Das ist ein bisschen schief gegangen. Das ist ein bisschen schief. So ganz gut waren die alle nicht. Das ist ein bisschen abgerutscht, mein Wissen. Aber ich finde es nicht schlecht. Also Hieß Ken Dragon nicht der große Drache? ja, glaube, kann sein. Meine. So, und Egrain und Gorlois und bla bla bla, wie sie da alle Gang hießen. the thing. Wie sie, bei der bin ich noch nicht. Wie sie da alle hießen, jetzt kommt noch der Abgleich zu, oh Gott, wie heißt denn das nochmal? Nicht Merlin und Mim, sondern die Hexe und der Zauberer, der Disney-Film. Es gibt ja auch noch, oh Gott, dieses auf Camelot, ne? Das basiert ja irgendwie auf einer Romanreihe. Hatte ich meinen ersten Teil, habe ich weggegeben, die Hexe und der Zauberer. Weil ich fand das nicht so geil. Aber die Hexe und der Zauberer von Disney ist eines von meinen Lieblingsfilmen. Weil Merlin süß ist, der Wolf ist mega süß, der da mitspielt. Du vergisst Und Mim. Mim ist einfach mega. Also, ja. Und das Kreuzchen. Ja, Archimedes. Archimedes ist Hammer. Ja, also es sind tolle Charaktere. Und da wächst Artus bei Sir Ector und bei Kay auf. Ein bisschen ist es anders von der Konstellation. Aber sie haben sich sogar daran gehalten, dass ja der neue König erscheint zu Weihnachten. Und das finde ich eigentlich recht schön. Also Aber das ist jetzt einfach Kopfabgleich. wo du das gerade sagst, in diesem Buch geht es auch mal ganz kurz um Excalibur. Ihr wisst, das war das Schwert von Artus, das er von der Herrin des Sees halt also bekommen hat. Er hat das da ja auch irgendwo dramatisch aus dem Amboss-Stein rausgezogen. Aber Excalibur ist, glaube ich, nicht. Ich muss der Sache noch nachgehen. Also da bin ich jetzt noch auf der Spur. Nur ich will jetzt erst das Buch gelesen haben, weil mich das gerade im Moment stärker interessiert. Aber Excalibur soll nicht das Schwert sein, das dem Herrscher von Britannien, also das den Herrscher von Britannien macht. Also da muss es noch ein anderes Schwert gegeben haben. Und das mit dem Amboss ist, glaube ich, auch nicht ganz so richtig. Aber das macht alles nichts. Ich gucke mir das noch mal genau an. Ich muss mir das über Excalibur noch mal genau durchlesen bei Wikipedia und was ich da noch sonst finde. Aber das ist der Vorteil von diesen Büchern. Man findet immer irgendetwas, wo man sagt, oh, das interessiert mich jetzt aber. Und der Fährte muss ich jetzt erstmal folgen. So. So, dann haben wir noch was gesehen. Wir haben auch geguckt. Ja, Ja, wir haben geguckt. Ich habe, guck, da habe ich sogar mal ein Poster. Warum nicht? Mache ich euch das doch mal auf. So, ihr seht es. Wir haben geguckt, die Serie Star gegen die Mächte des Bösen. So, vielleicht seht ihr es da. Das ist Star gegen die Mächte des Bösen. Läuft auf dem Disney Channel und beziehungsweise jetzt ja bei Disney Plus. Und ich hatte gesehen, dass Instagrammer, die ich mag, sich T-Shirts und so davon geholt haben. Und dann habe ich gedacht, guck mal rein, vielleicht ähnlich wie Gravity Falls. nur weil es hier steht. Einer der Charaktere ist also so ein Einhornkopf. Also nur der Kopf. Prinzessin Einhornkopf. Also ich habe mich schon gefragt, was die an Drogen genommen haben, als sie Barbies Dreamhouse geschrieben Das haben. ist auch so völlig Baller. Das ist völlig Baller. Ich fand es grandios, so Baller wie das ist. Ich habe mich nur gefragt, was haben die eingeworfen bei der Serie? Keine Ahnung, das Habe ist ich also davor völlig gegen gesessen? Bomben. Ich habe, es kommt noch mal irgendwann in einem Tauschregal-Video, dass wir darüber reden. Aber ich habe davor gesessen wie bei einem Autounfall. Ich hab den Mund weit offen gehabt. Ich habe nur gedacht, du bist so normal, Sina. Du bist echt richtig, richtig normal. Stinknormal. Stinknormal. Also meine Kreativität da hält das nicht mit. Auf keinen Fall. Und ich habe mich immer für kreativ gehalten und für ihr ideenreich und so weiter.
da komme ich nicht mit. Ob es Prinzessin Einhornkopf ist, die da durch die Galaxien springt, dadurch, dass sie die eine Schere hat. Einmal so schneidet und dann entsteht ein Loch und dadurch kann sie springen und dann kommt sie in irgendeine andere Dimension. Dann sind sie in dieser einen... In dieser Spielhalle oder was ist das? Nee, nicht da. Erstmal sind sie in dieser Diskothek, wo dann die auf einer Wolke ist und darunter sind spitze Gegenstände und da liegt ein Skelett und sagt zu dem einen, spring runter, spring runter, damit er auch noch aufgespießt wird. Also es ist völlig durcheinander, aber guckt da vielleicht mal selber rein, vielleicht gefällt euch sowas. Ich habe nur gedacht, Walt Disney, wenn er das sehen würde, der würde heulen. Ja. Der wird sich wirklich vors Disneyland setzen und sagen, das habe ich nicht so gewollt. Ich will nicht, dass da mein Name draufsteht. Ich kann mir in keinen... Er fand ja schon Alice im Wunderland und so weiter, da fehlt das Herz. Ich möchte nicht wissen, was er sagen würde, wenn er das sehen würde. Das ist so durchgeknallt. Das ist... Ich sage nicht, dass ich es nicht weiter gucken werde. Aber das ist so extrem durchgeknallt, dass ich... Völlig faszinierend. Ich bin wirklich fasziniert. Ich finde es nicht gut, aber ich finde es... Ja, irgendwie muss man hingucken, obwohl man es eigentlich nicht will. Ja. Es passiert ja auch ständig irgendwas. Und es passiert immer etwas, womit man in keiner Dimension gerechnet hätte. Also das ist sehr interessant. Es geht halt um ein Mädchen, Star Butterfly, die rausgeflogen ist bei ihren Eltern, weil die hat einen Zauberstab bekommen und sie baut nur Scheiße damit. So, und... sie muss jetzt aus ihrer märchenhaften Welt in unsere Welt und geht da auf eine normale Highschool. Auf eine Schule, Punkt. In Amerika. So, und ist dann bei einem Jungen, kommt sie dann auch unter als Gastschülerin. So, und sie hat trotzdem noch diesen Zauberstab und sie zaubert die ganze Zeit. Und sie verzaubert eine Lehrerin in Troll, sie zündelt einfach irgendwelche Sachen an, sie macht einen Regenbogen, glaube ich, der in Flammen aufgeht, was weiß ich. Also das ist so abgefahren. Und dann noch ihre Freundin, Prinzessin Einhornkopf. Und die große Gefahr ist halt, dass diese ungezogenen Prinzessin irgendwann auf ein Besserungsinternat kommen. So, und es ist... Und sie hat natürlich noch einen bösen Gegenspieler. Aber was mir gut gefällt, ist das Zimmer, was sie sich da mal gerade so als Anbau an dieses Haus von dem Jungen rangesetzt hat. Also sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Würde ich dann auch nehmen. Ja. Und dann sagt er, oh, er hätte auch so gerne ein Zimmer. Dann geht sie natürlich sofort hin. Und weil sie ist nicht bösartig, sie ist nur bekloppt. So, und... alle seine Sachen verschwinden. Genau. Macht sich unten im Boden ein schwarzes Loch auf, bumm, alles weg. Weil sie irgendwie sagt, aller Schrotten weg oder was auch immer. Naja, jedenfalls ist das echt extremst durchgeknallt. Was ich aber dabei gedacht habe, ist, was für ein Frauenbild etabliert gerade Disney. Ich habe es jetzt noch nicht zu Ende gesehen, oder ich habe es noch gar nicht gesehen, diese Stargirl, was sie hochgeladen haben, wo es ja auch um einen sehr... ich sag's jetzt mal, musenhaftes Mädchen gehen soll, die sehr verrückt, sehr anders ist. Dann haben wir bei Gravity Falls Mabel, jetzt haben wir Star Butterfly und wenn das ein neues Frauenbild ist, die Männer sind die Vernünftigen und die Frauen sind so durchgedreht, dass man sie nicht lange erträgt. Früher zu Freuds Zeiten hätte man sie hysterisch genannt, garantiert. Die sind so überladen. Versteht mich jetzt nicht falsch. Ich mag Mabel. Ich mag auch irgendwo Star Butterfly. Ich finde es auch alles witzig. Aber wenn ich mir überlege, was das jetzt gerade für ein Frauenbild ist, da ist ja Manic Pixie Dream Girl gar nichts gegen. Das ist so überdreht. Völlig auf Speed. Total auf Speed. Mega niedlich. Keinerlei Ernsthaftigkeit. Reitet sich immer nur in die Scheiße. Und der Mann ist der vernünftige Gegenpol. Weiß ich nicht, ob es so gut ist, dass Disney jetzt die Frauen zu Helden macht. Wenn das die neuen Heldinnen sein sollen. Also dann willkommen in der Psychiatrie. Und ich meine jetzt mal, es ist ja okay, so es wäre ja okay, sogar so eine Disney-Prinzessin zu machen, die so durchgeknallt ist. Das ist ein eineinhalbstündiger Film. Aber bei Serien, was die Kinder tagtäglich konsumieren mit neuen Folgen,
Ja, prägt anders. Ihr wisst selber, wie lange habe ich mit Ross und Rachel und Monica verbracht, im Gegensatz zu der Zeit, die ich mit Hugh Grant in einem seiner Filme da, und die habe ich oft gesehen, verbracht habe. Die Zeit rechnet sich nicht. Das ist eine ganz andere Prägung, die ihr dadurch bekommt. Und nicht umsonst fängt man ja irgendwann auch ein bisschen an zu sprechen oder auch sich zu streiten. Das ist ja auch ein ganz witziger Punkt, dass man irgendwann auch streitet, wie die Charaktere aus den Serien. Und naja, wie gut in diesem Moment, obwohl ich gerne einen hätte, einen gut funktionierenden Zauberstab haben wir Gott sei Dank alle nicht und unsere Kinder auch nicht. Ja, also es tröstet. Also da fehlt wirklich jegliche Vernunft bei den Mädels, aber sie sind liebenswert, aber sie sind so durchgeknallt. Und der Junge ist immer der Intelligente, der Ruhige und so weiter. Der Held. Ja, ja, aber er ist auch vielleicht mal ein bisschen ängstlich, ein bisschen übervorsichtig und so weiter. Aber dieses neue Frauenbild, so sehr ich die Charaktere mag, gefällt mir nicht, wenn es noch weiter etabliert wird. Ich bin sehr gespannt. Jetzt soll ja auch eine Hexenserie bei Disney erschienen sein. Irgendwas mit Eulen. House of Owls? Keine Ahnung, ist noch nicht bei Disney Plus. Jedenfalls, da hatte ich kurz den Trailer gesehen und da ist wieder so eine. Wieder ein Mädchen, das mit ihrer Fantasie nicht weiß, wohin. Und das finde ich eher schwierig. So, eine andere Sache, aber wie gesagt, das kann nur mein Blickwinkel auf die Sachen sein. Ich mag die Charaktere an sich, aber ich finde die geballte Häufung bei Disney gerade eher bedenklich. Sehen die so Frauen? Fragezeichen. Das andere ist, dass wir geguckt haben, irgendwas bei Disney Plus mit Küche. Ja, irgendwas mit Desserts oder mit Küche, keine Ahnung, nee, wie das Desserts sind heißt. Sie ja nicht. Ja, ja. Aber da haben wir gestern reingeguckt, das sind Familien, also immer Mutter, Vater und zwei Kinder, die gegeneinander antreten. Und dann, ich glaube, es sind sechs Paare. Bis letztendlich einer halt übrig bleibt. Ich kann es euch sagen, es sind Küchenhelden. Die Küchenhelden, ja. Jetzt tatsächlich und ich auch. Muss sagen, die Moderatorin geht schon in die Richtung, was Sina gesagt hat. Ich finde die Frau echt gruselig. Die ist auch wie auf Speed und so überzogen, ja, wie Tim Burton ja gesagt hatte zu Johnny Depp, wenn du Johnny Willy Wonka machen willst, dann guck dir die Kindermoderatoren an. Die haben alle was Gruseliges an sich. Und die ist auch sowas von... Guckt es euch selber an, dann wisst ihr, was ich meine. So völlig überdreht und überzogen und es passt einfach nicht. Aber egal. Ich fand es eigentlich gestern ganz okay, diese Gartenaufgaben und so weiter. Schenken wir uns mal. Was ich ja immer sehr schätze, das ist halt die Kreativität. Das heißt, was machen die Leute? Sie bekommen ja eine Aufgabe gestellt, wie zum Beispiel Cinderella und dann sollen sie irgendwas dazu machen. Oder was hatten sie dann noch? Cinderella war zum Beispiel ein Gericht, das jeder kennt, ein ganz gewöhnliches Gericht mit einem... Hausmannskost sozusagen. Hausmannskost, so als wenn es im Gourmet-Dings ist. Also für einen Gourmet-Laden aufzumotzen. Die zweite Sache war ein gesundes Dessert. Und das dritte? War Mulan. Ah ja, Mulan. Das war etwas Asiatisches? Oder ich weiß es nicht mehr genau. Auf alle Fälle war es halt interessant, wie die Leute diese Sachen umgesetzt haben. Ich mag das ja, ich interessiere mich auch sehr für Deko und wie etwas hergerichtet und angerichtet wird. Und das war schon spannend. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, obwohl die Idee ja gar nicht so neu ist, ein Brot zu nehmen, es auszuhöhlen. Dann kommt Käse rein, damit die Suppe halt nicht auslaufen kann. Oder da so durchsuppt und dann wurde das halt da reingemacht und dann wurde aus Käse, wurden dann Räder gemacht, also wirklich wie so eine Kürbiskutsche. Da sage ich dann natürlich, okay, das ist wirklich schon interessant gemacht. Ja, solche Sachen. Achso, ja, und wir haben geguckt, vielleicht interessiert euch sowas ja auch. Hast du in Bernhard und Bianca reingeguckt? Nein. Hier steht weiterschauen. Hab's aber nicht geguckt. Vielleicht ist es einfach weitergegangen, das kann sein. Es heißt Decorating Disney Holiday Magic. Ich zeig's euch. Ich
Ich kann es euch nicht. Sind wir da eigentlich schon durch? Ja, das ist nur das eine. Da wird gezeigt, wie für Weihnachten dekoriert wird im Disneyland. Also, das fand ich also würde es mir sehr noch spannend. Wünschen für Halloween. Oh ja, das würde ich mir noch viel mehr wünschen. Oh, bitte, bitte, bitte. Das fände ich richtig interessant. Ja. Aber das ist schon sehr, sehr spannend, was da alles hintersteht. Und ich bin mega fasziniert von Disney. Ich weiß, viele mögen auch Disney nicht oder meckern. Aber für mich ist Disney das Nonplusultra. Es ist wirklich perfekt. Wir sind Disney-Mädchen. Oh, ja. Ich habe Mara gar nicht mehr scharf gestellt. Entschuldigung. Ach, das macht nichts. Entschuldigung. Kein so. Problem. Vielleicht gut. Ist es auch besser mit dem Weichzeichner. Und dann haben wir euch jetzt alles gesagt, glaube ich, was ja, wir euch zu sagen haben. Ich kann euch noch haben. Eins sagen. Ich habe den jetzt ja auch geprobiert. Ich finde einen Ladi-Dadi-Da. Also das ist nichts, wo ich sagen würde, den hole ich mir nochmal. Also ich finde ihn jetzt... Ist okay. Man kann ihn trinken, aber das ist nichts, wo ich sage... Oh, der schmeckt gut, davon will ich mehr und mehr und mehr. Hat ja also, auch keinen Zucker drin. Was? Hat ja auch keinen Zucker drin. Du brauchst gar nicht zu machen. So zuckersüchtig bin ich auch nicht. Ich käme nicht auf die Idee, in Früchtetee oder Fencheltee oder so Zucker reinzumachen oder in Kräutertee. Das brauche ich halt nur bei Earl Grey und ich brauche es. Kaffee. Ja, also bei schwarzem Tee und bei Kaffee. Wir haben es uns angewöhnt. Ja, und bei allen anderen Sachen brauche ich das nicht. Ich bin nicht so die Süße. Ich brauche auch keine Desserts. So, okay, meine Lieben, das war's jetzt von uns. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit mit uns. Es sind ja fast, ist ja schon fast wieder eine Stunde geworden. Dabei hatten wir gedacht, wir haben Ihnen doch gar nichts zu erzählen. Was wollen Stimmt. wir ein Update machen? Ich hatte heute Morgen wirklich gesagt, ach, was wollen wir ein Update machen? Wir haben doch nichts zu erzählen. Und dann kam dies noch und das noch und jetzt sind wir wieder fast bei einer Stunde. So, und ich verkürze das Ganze jetzt. Passt weiterhin gut auf euch auf. Habt eine gute Zeit. Bis dann.